Also der Plan ist, der Beat springt hier rein, fällt dann natürlich hier durch in Lava rein. Wir sind gemeinsam wieder am Start, um uns gegenseitig zu pranken. Moin Beats. Moin Pat. Ich würde sagen, wir legen sofort los und hören uns gleich. Ich will dich nicht hören. Ihr habt mir coole Pranks in die Kommentare geschrieben. Ich setze diese Pranks selbstverständlich um, denn ich habe hier in dieser Kiste wieder ein paar coole Maps am Start. Unter anderem einfach eine Map mit einem Endportal-Block. Und wir werden jetzt erstmal uns ein wenig runterbauen. Ihr seht, ich habe hier einfach mal einen kleinen Raum hingezaubert. Hier ist nur bislang ein Schild. Und auf diesem Schild steht natürlich Like und Abo für mehr Pranks. Zeigt es mir gerne, Leute, mit einem Like. Würde mich sehr freuen und mich natürlich auch weiterhin unterstützen. Also nehmt euch kurz eine Sekunde Zeit und lasst ein Like da. Ich werde übrigens damit ein Fake-Endportal bauen. Das heißt, der Beast springt in das Endportal rein, aber er wird nicht ins End kommen, sondern in irgendein Spinnennetz oder sowas. Ich locate einfach mal ganz kurz ein Stronghold und teleportiere mich dann anschließend wieder hier zurück. Hier habe ich einfach mal das Endportal und das kopiere ich mir einfach mal hier heraus. Dann haben wir einfach ein 1:1 Endportal bei uns auf der Prank-Seite. Und zack, das sieht doch, ja, das sieht schon mal ganz gut aus, Freunde. Ist aber eigentlich falsch herum. Wir drehen das Ganze jetzt einmal um 180 Grad, platzieren das einfach noch einmal. Bam. Und hier haben wir es. Jetzt haben wir hier leider ein paar Silberfische, aber eigentlich... Den Monster-Spawner packen wir einfach mal weg. Und das Ganze hier ziehen wir einfach mal hoch, würde ich sagen. Denn ahnt der Beats vielleicht auch gar nicht, dass wir hier drunter Lava haben. Das Gute ist halt, dass wir hier Lava haben und hier Lava haben. Somit wird der Beats nicht ahnen, dass halt die Lava-Sounds von unter dem Endportal kommen, sondern halt hinter ihm, weil da schon eine Lavaquelle ist. Mir fällt gerade auf, an der Oberfläche sind ein paar Steine dazu gekommen. Die sollte ich auf jeden Fall nochmal schnell entfernen. So, und jetzt fehlt natürlich auch noch der Durchgang hier runter. Und das mache ich am besten dann von hier aus. Wobei, ich glaube, es könnte ganz lustig sein, wenn ich hier das Ganze sogar einfach mit Leitern verbinde. Weil der Beats wird höchstwahrscheinlich denken, dass ich wieder hier Fake-Leitern benutze. Dabei sind das natürlich echte Leitern. Falls ihr das nicht gesehen habt, ich habe den Beats schon mal mit so Fake-Leitern geprankt. Deswegen benutzen wir einfach mal hier, würde ich sagen, normale Leitern. Weil der Beats einfach denken wird, okay, ich benutze garantiert wieder Fake-Leitern, um ihn damit zu pranken. Hier müsst natürlich selbstverständlich trotzdem die ganzen Augen rein. Und, ich habe mir nochmal Enderaugen überall rein platziert und ich habe mir diese Structure Void Blöcke gegeben, denn hier kann ich jetzt die Invisible Item Frames drauf platzieren. Okay, ich dachte, ich kann hier die Invisible Item Frames drauf platzieren. Funktioniert anscheinend leider nicht. Das heißt, meine einzige Wahl ist es, ich nehme jetzt einfach ganz normale Schilder und packe diese Schilder alle hintereinander hin. So, mehrere einfach nebeneinander. Ihr seht es, haben wir ja sogar schon mal gemacht mit Teppichen. So, und jetzt kommen hier dann diese Invisible Item Frames drauf. Überall natürlich ein Invisible Item Frame hin. Und das sieht schon mal sehr gut aus, Leute. Jetzt kommt das Foto hier drauf. Bam, jawohl! Alter Schwede, denkt ihr, der Beats wird drauf reinfallen oder nicht? Ich weiß es gar nicht, Leute. Es sieht halt ein bisschen komisch aus, weil es eigentlich ein zu tief ist. Das Problem ist, höher kann ich das, glaube ich, nicht machen. Okay, Leute, die Idee können wir auf jeden Fall so vergessen. Das sieht einfach komplett lost aus. Oh mein Gott, das fällt auf jeden Fall auf. Also die einzige Alternative, die wir hier wirklich haben, ist, dass wir das Portal so lassen. Sieht meiner Meinung nach ein bisschen sus aus. Vielleicht fällt es ja gar nicht auf. Ich mache das eine Auge einfach so rein. Also der Plan ist, der Beat springt hier rein, fällt dann natürlich hier durch in Lava rein. Mal schauen, ob es auch so in der Theorie funktioniert. Okay, dann komm du erstmal zu mir rüber, würde ich sagen. Mhm. Ich habe hier eine Kleinigkeit vorbereitet für dich. Okay. Was, warum warst du skeptisch? Du hast so komisch geguckt. Ja, hätte ja sein können, dass ich wieder irgendwie runterfliege. Nein. So. Also ich habe jetzt sowas in so einen Übergang ins End gebaut. Also wenn du ins End reinspringst, dann kommst du quasi in so ein End-City rein. Und in diesem End-City ist dann quasi so ein kleiner Prank auf so einem Schiff. Kann es sein, dass das hier, dass es gar nicht das End ist? Was meinst du? Man kann da nicht so reingucken. Das sieht irgendwie nach so ein Dings aus. Das ist ein End. Doch, hä? Da sind doch alle Augen drumherum. Und dann kannst du da reinspringen. Sieht nach so Fake-Blöckern aus. Nein. Ja, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Man hat es daran gemerkt. Weil es zu tief ist, ne? Weil normalerweise kann man so da, wenn man so von der Seite so reinguckt, kann man so weiter ins End gucken. Weißt du, ins End hier gucken. Das geht ja nicht. Das sind so feste Blöcke halt quasi. Beziehungsweise Mann. Halt Karten, ne? Ich habe gesagt, du wirst es checken, weil es zu tief ist, weißt du, weil... Achso, ne, daran hätte ich es nicht, gecheckt. Aber ich habe es auch ein bisschen erwartet, schade. Mal schauen, was du für uns Schönes vorbereitet hast. Da ist die Klingel vom guten alten Beats.
So. Ja. LOL! Hä? Das waren zu wenige Anvils. Ich dachte, du stirbst. Wie viele Herzen hattest du noch? Ich hatte ein halbes Herz, glaube ich. Gibt Junge, es nicht. Du kannst ja noch in der zweiten Runde vielleicht besser machen. Das war ja schon mal sehr, sehr knapp. Aber Leute, wenn ihr eure Freunde auch mal pranken möchtet, dann könnt ihr gerne mal in die Beschreibung schauen. Da ist mein Langzeitpartner G-Portal. Ich spiele hier nämlich gerade auch auf einem Server von G-Portal. Bei meinem Langzeitpartner G-Portal gibt es sogar mit meinem Link, der in der Beschreibung ist, nochmal 5% Rabatt auf alle Server. Ihr könnt euch ganz schnell und unkompliziert oben links einfach einen Server mieten. Egal, ob es zum Beispiel Minecraft Bedrock ist oder die Minecraft Java Edition. Hier ist wirklich jedes Spiel dabei. Ihr könnt hier oben auswählen zwischen verschiedenen Paketen oder ihr könnt sogar euren Server selbst konfigurieren. Wir bezahlen dann einfach für das günstigste Paket 90 Cent. Ich meine, Kugel Eis ist einfach teurer als der Server. Wählen dann eine Zahlungsmethode aus und haben dann schon unseren Server zum Zocken bereit. Checkt wie gesagt den Link in der Beschreibung ab, damit ihr auch nochmal 5% spart beim Serverkauf. Wir machen sofort mal weiter mit dem zweiten Experiment. Für das zweite Experiment benötigen wir ein ganz normales Haus. Hier bauen wir gerade an unserem wunderschönen Haus, aber es ist, wie gesagt, nichts Spezielles. Also werden jetzt sogar zwei Pranks bauen. Beim allerersten Prank platzieren wir nämlich einmal hier Magma-Blöcke. So, hier kommen überall Magma-Blöcke hin. Das ist natürlich im ersten Moment sehr, sehr auffällig. Aber was wir jetzt machen ist, wir schnappen uns hier solche Teppiche und platzieren die Teppiche einfach mal darüber. Das heißt, jetzt ahnt man gar nichts mehr von diesen Lava-Blöcken, dass man einfach Schaden bekommt, sobald man hier auf diesen Magma-Blöcken draufläuft. Stellt euch vor, ich bin jetzt der Beast, gehe im Survival-Modus hier rein und ihr seht, bam, ich bekomme einfach Schaden. Das ist einfach der reinste Wahnsinn. Ich platziere nochmal ein Bett rein, denn wir kommen zum zweiten Trolling-Part mit etwas Obsidian. Und ich werde einfach mal ein Nether-Portal bauen, aber natürlich auf der etwas anderen Art und Weise. Das Doofe an diesem Obsidian ist, die Textur ist ein wenig dunkler als das Original. Ihr seht es, man würde also einen Unterschied bemerken. Und ich muss darunter auf jeden Fall einen dunklen Block nehmen, sonst scheinen die Texturen so ein bisschen vom anderen Block durch. Dementsprechend, damit das nicht so auffällt, gehen wir runter in die Mine, damit man sagen kann, okay, der Block sieht nur so komisch aus wegen dem Licht. Das Endportal mache ich dementsprechend einfach mal ganz kurz hier weg. Ich schnappe mir jetzt hier einfach mal einen Kohleblock als Ersatz. Das hier ist quasi dann unser Obsidianportal, was gleich erstmal mit Itemframes schön beschmückt wird. Also hauen wir jede Menge Itemframes einfach mal überall dran. Auch außen, also die äußeren Blöcke. Für den Fall der Fälle, dass der Beast sich das Ganze nochmal von oben anschauen möchte. Und jetzt schnappen wir uns hier unsere Karte und erzeugen einfach mal ein Obsidian-Portal der etwas spezielleren Art. Ich muss ja wirklich sagen, ich bin jetzt schon darauf gespannt, ob dem Beast das auffallen wird. Das Gute ist, dass man solche Karten auch übereinander packen kann, ohne dass die sich gegenseitig auflösen. Und jetzt könnte man wirklich gleich schon denken, wir haben hier einfach mal ein Obsidian-Portal. Wir ziehen das quasi als kleines Rätsel auf, dass der Beast ein Obsidian-Portal finden muss. Und in die Kiste packen wir ihn auch noch ein Feuerzeug rein, dass er das anzündet. Weil das Verrückte daran ist, wenn er das anzündet, gehen die Fotos gar nicht kaputt, nur die verdrehen sich halt. Man kann das sogar anzünden, dann passiert natürlich gar nichts. Also ihr seht, man zündet dieses Portal an, es passiert aber gar nichts. Und man sieht natürlich, wir haben hier Kohle drunter. Okay, ich denke, das sollte genügen, Freunde. Ich bin gespannt auf Beats Reaktion. Let's go, ich komme rüber. Okay, Beats, das ist jetzt mein Haus, könnte man sagen, ne, was ich gebaut habe. Das brauche ich nicht beachten, das ist noch von vorhin, oder? Ja, vielleicht, wer weiß. Aha, aber du kannst ja erstmal ins Haus reingehen. Bäm, Schaden! Weißt du, was es ist? Ja, bestimmt Magma-Blöcke hier drunter, ne? Ja, ja, es sind Magma-Blöcke. Aber geil, oder? Ja. Dass das gar nicht so auffällt, ne? Ist schon irgendwie krass. So, jetzt kannst du einfach mal runtergehen, wenn du möchtest. Da ist tatsächlich doch noch was. Nochmal runter, okay. Ich bin gespannt, genau. Ich habe ein Obsidian-Portal für dich vorbereitet. Ja, scheiße. Okay, das hast du sehr schnell gefunden, die Kiste. Was? Ich dachte eigentlich, dass du ein bisschen länger brauchst für die Kiste. Aber egal, du kannst ja einfach mal... Hier voll auffällig. Ja, ich weiß, aber ich dachte irgendwie, keine Ahnung, dass es doch nicht so schlecht ist, dass du da nicht hinguckst, da gerade ausläufst. Dann geh mal ins Nether rein. Ich habe dir nämlich da noch einen kleinen Prank vorbereitet. Ja, das sind Bilder, ich merke schon. Aber die Farbe jetzt, wo ich es weiß, die Farbe ist schon ein bisschen anders, ne? Ja, ja, die ist ein bisschen anders. Kohleblöcke. Ah. Also, deshalb habe ich das auch extra gebaut in der Mine, damit man sagen kann, die sehen so ein bisschen anders aus wegen dem Lichtverhältnissen hier, so, weißt du? Ja, die Bilder fangen jetzt hier natürlich an zu brennen.
trotzdem lustig gewesen. Ich dachte ja eigentlich, dass die Leitern hier auch Fake-Leitern sind. Ja, am Anfang ja, beim ersten Mal. Okay, gut. Genau, also bei mir, ach so, ich sollte was Neues bauen. Hä? Ach so. Ja, nie im Leben, das glaube ich dir nicht. Nee, ich habe jetzt, ich habe... Ich sehe doch schon, dass sie hier was gebaut hat, also hör auf mich jetzt. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin trotzdem drauf reingefallen, Alter. Was war das denn? Das waren diese Strings, oder? Ja. Alter, man hat es aber null gesehen. Man sieht hier bei dem Blick tatsächlich. Guck mal, du machst die Tür auf, du siehst gar nichts und dann, Alter, Junge. Also lasst hier auch gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Ciao.